Fake News. Fake News werden manipulativ verbreitet vorgetäuschte Nachrichten bezeichnet. Verbreiten sich viral in Social Media. Zunehmend wurden Fake News auch zu einem politischen Schlagwort und Kampfbegriff. Politische Auseinandersetzungen, Religion oder herkunftstechnische Unterschiede. Social Boots, Computerprogramme, helfen bei der Verbreitung von Fake News. 20% der Tweets auf der Plattform Twitter während des US-Präsidentschaftswahlkampfes durch Social Boots. Themenbereiche: moderne Sagen, Wirtschaft, Terrorismus, Wissenschaften. Die EastReadCom Task Force identifiziert in 20 Monaten 3200 Falschmeldungen. Beispiele: YouTube, Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, Politiker, Countries. Wie erkenne ich Fake News? Um Fake News zu erkennen, musst du folgende Informationen wissen. Wer ist der Autor? Wer ist die Privatperson? Behörden, Universitäten etc. Politische Parteien. Auf welcher Seite ist die Nachricht erschienen? Jede seriöse Internetseite hat ein Impressum. Auf welcher Nachrichtensender? ZDF, MDR, das erste, RTL. Welches Format hat die Nachricht? Durch die Nutzung von digitalen Medien, wie zum Beispiel Computer, Laptop, Handy und TV, können persönliche Meinungen ungefiltert und unüberprüfbar verbreitet werden. Wo ist die Nachricht veröffentlicht? Sind die Quellen oder Nachrichten bekannt? Wie professionell ist die Nachricht verfasst? Liegen klare Wertungen vor? Glaube nicht alles, was im Internet steht. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.